Einen wunderschönen guten Freitagabend und herzlich willkommen zur Leinberger Nachspielzeit, unserer hochkarätigen Interviewrunde, immer im Anschluss an ein Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern. Begrüßen Sie bei uns in der Club Lounge 100 von den Profis Julian Derstroff, der Leinberger Experte heute, Mr. Fit, Olli Schäfer, herzlich willkommen. Und als Gast aus der Club Lounge 100 ist heute bei uns Sascha Böhmer von Kamin- und Kachelofen-Studio Sascha Böhmer. Steigen wir ein in das Spiel. Julian, wie hast du es gesehen? 3-1 gegen Sandhausen. Deine Analyse. Ja, ich denke, wir haben es zum Schluss ein bisschen spannend gemacht. Hätten früher die Entscheidung suchen können oder müssen. Aber ja, ich denke, wenn man aufsteigen will, muss man so Spiele gewinnen. Und ja, darauf können wir aufbauen. Olli, vielleicht aus deiner Sicht mal die Bewertung zum Spiel heute. Wie ist es aus deiner Sicht gelaufen? Ja, also mehr aus der Sicht des Trainers würde ich sagen, das Spiel hat sehr gut angefangen mit unserem frühen Treffer und wir sind alle dabei ausgegangen, dass es dann auch richtig läuft. Leider haben wir dann einen Gegentreffer kassieren müssen, das war total unnötig. Kann ich das Ding mal halten? Das ist irgendwie komisch. Und dann war es ein bisschen einfacher, wäre es für uns gewesen, wenn wir das Ding halt eben ohne Gegentreffer steuern könnten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Erwartung auch sehr hoch ist, gerade bei Heimspielen. Wir wollen die eigentlich auch immer unter Druck setzen, aber wir haben etliche junge Spieler auf dem Platz und da fehlt einfach auch eine gewisse Art von Erfahrung. Die haben alle eine sehr gute Qualität. Allerdings glaube ich, wenn sie mal 2-3 Jahre mehr Alter auf dem Buckel haben, dann spielen sie souveräner zu Ende und dann spielt man solche Gewinne oder solche Spiele dann auch souverän nach Hause und besiegt die Gegner dann auch mit einem klaren 2-3-0. Ja, Herr Böhmer, wie war das für Sie? War es genauso spannend, wie wir das direkt am Spielfeldrand erlebt haben? Ja, ich fand es heute auch ein sehr gutes Spiel. Die Experten haben ja ihre Meinung gut kundgetan. Ich finde, man hat wieder gesehen, dass in der zweiten Liga es sehr, sehr schwer ist, Spiele zu gewinnen. Das wird jedes Mal wieder hart, ein sehr hartes Spiel werden. Und, aber ich fand es heute super, weil wir auch unglaublich viele Chancen erarbeitet hatten. Julian, erklär uns nochmal aus deiner Sicht, was geht da im Kopf vor? Man führt 2-1, dominiert das Spiel, dominiert den Gegner und hinten raus muss man dann doch wieder zittern. Was geht da im Kopf ab? Wie funktioniert sowas auf dem Spiel? Ja, wie der Olli schon gesagt hat, ich glaube, gerade dadurch, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben, sind es viele noch nicht so gewohnt, dass wenn die Fans dann von oben kommen, wenn der Schiri mal 2-3 Fehlentscheidungen vielleicht gegen uns gibt, ja, dann muss man das cleverer spielen und man wird da auch ein bisschen nervös, aber ich denke mal, ja, wie der Olli sagt, 2-3 Jahre, vielleicht mehr Erfahrung, spielt man das ein bisschen cleverer runter und ja. Stichwort Erfahrung. Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler im Team. Dominik Heinz mit 19 Jahren überragend, als hätte er 150 Länderspiele. Wie wichtig, und da bist natürlich du der richtige Ansprechpartner, ist die Fitness einer Mannschaft in so einer Situation wie auch heute? Ja, ich glaube, das müssen wir gar nicht auf die heutige Situation beziehen. Wenn man Fußball spielen will, heutzutage, muss man einfach fit sein, sowohl in der Grundlage, auch in den kurzen Schnelligkeitsausdauerbereichen. Fußball ist wirklich sehr athletisch geworden und von daher spielt es natürlich eine große Rolle. Und wir versuchen immer in der Vorbereitung in den ersten 7 Wochen da schon einen sehr guten Grundstock zu legen. Und vielleicht noch ein Wort zu Enis Hayri. Erster Einsatz im Pflichtspiel, gleich eine Hütte und er hat sich aber auch gefreut. Wie geht man damit als Mannschaftskollege? Ja, ich habe leider zwar nur von oben zugeguckt, aber ja, ich habe mich für ihn sehr gefreut. Gerade wie du schon sagst, dass es sein erstes Spiel war und ich denke auch die Fans außerhalb haben gesehen, was für eine Last er mit sich getragen hat und die dann auf einmal plötzlich runtergefallen ist, dass er damit seinem ersten Spiel sein Tor gemacht hat. Herr Böhmer, was war für Sie heute der Schlüsselmoment des Spiels? Ja, der Schlüsselmoment war, dass wir immer dran geblieben sind und auch sehr viel Ballbesitz hatten und das hat mich natürlich überzeugt. Dann bedanke ich mich bei den drei für die erste Halbzeit der Leinberger Nachspielzeit. Wir sind ein paar Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit. 2x5 Minuten, das ist unser Konzept. So werden wir auch in Zukunft die Leinberger Nachspielzeit ausstrahlen. Und in der zweiten Hälfte wird es auch nochmal sportlich, denn es geht natürlich auch heute wieder um die Nachwuchsarbeit des 1. FC Kaiserslautern, da möglichst viel Kohle reinzuholen per Tippkick. Das und noch mehr gleich in wenigen Sekunden im Anschluss. Eine kleine Werbepause.
Und damit sind wir zurück zur zweiten Hälfte der Leinberger Nachspielzeit. Und wir haben gerade eben diskutiert, dass es so ein bisschen schwierig ist zu moderieren, wenn gleichzeitig der Hall aus dem Raum zu uns zurückstrahlt. Also nicht wundern, wenn Olli Schäfer sich ein bisschen verplappert. Er hat gerade eben sich beschwert. Aber wir müssen da durch. Wir sind alle Profis. Olli, wie ist der Fitnesszustand der Mannschaft? Der ist gut. Wir sind alle zufrieden. Am läufigen Bereich liegt es im Augenblick nicht. Wir spielen ja auch einen ordentlichen Fußball. Wir müssen einfach noch gucken, dass diese Sache souveräner nach Hause spielen. Und ich glaube, das entwickelt sich auch mit der Zeit der Saison. Julian, wie ist der Olli so als Fitnesscoach? Macht er euch wirklich fertig? Oder ja, ist das alles auf den individuellen Charakter jedes Spielers ausgelegt? Wie läuft das bei euch? Ja, ich sag mal, manchmal könnte man schon ja, irgendwo hinschicken. Aber nein, ich denke mal, der Olli, der macht eine super Arbeit. Und ich denke auch, man sieht es ja in den Spielen, dass wir fit sind, dass wir die Wege gehen können. Und das ist auch ein Lob an Olli und natürlich auch an die anderen Trainer. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir waren immer dran. Ist die Fitness tatsächlich auch aus Ihrer Sicht der Schlüssel zum Erfolg? Ja klar, also ich finde, unsere Mannschaft ist topfit. Und heute mit dem Ballbesitz und diese vielen Chancen, die wir uns erarbeitet hatten, das hat, fand ich, ganz große Klasse. Und deswegen zu guter Letzt auch das 3:1 fand ich als mehr als verdient. Julian, jetzt mal Hand aufs Herz. Muss man einen Gegner wie den SV Sandhausen nicht, ich sag mal, mit 4:0 heimschicken? Muss man gegen so einen Gegner nicht ein bisschen dominanter auftreten, wenn man aufsteigen will, wenn man als Erstliga-Absteiger in der zweiten Liga nach oben guckt? Nein, ganz und gar nicht. Also ich finde, oder so ein Spiel wie heute, das zeigt einfach, dass du in der zweiten Liga nichts geschenkt bekommst, dass du jedes Spiel 100% an deine Grenzen gehen musst. Und klar, ich sag mal, als Aufsteiger könnte man es vielleicht cleverer lösen. Man hätte direkt in der ersten Halbzeit das zweite oder dritte Tor nachlegen können. Ja, das Gegentor vielleicht vermeiden können. Aber wie gesagt, so Spiele zeigen einfach, dass du in der zweiten Liga nichts geschenkt bekommst. Olli, warum steigt der erste FC Kaiserslautern direkt wieder auf in die erste Liga? Weil wir genügend Spiele gewinnen und genug Punkte holen. Das ist im Grunde genommen alles, was zählt. Spiele gewinnen, Punkte holen. Jetzt sind wir ungeschlagen. Mal Hand aufs Herz, Herr Böhmer. Hätten Sie das gedacht, dass wir am 10. Spieltag immer noch ungeschlagen sind? Ja, ich habe das gedacht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir wieder aufsteigen direkt. Vielleicht sollten wir den Herrn Böhmer mal mit seiner Kristallkugel in die Mannschaftsbesprechung holen als Motivation. Julian, wir kommen ja jetzt gleich zum Tipkick-Spiel. Du bist ja auch einer der Generation PlayStation. Viele deiner Mitspieler sind sehr jung. Wie fühlt sich das an, wenn man doch mit so jungen Jahren auch eine tragende Rolle in der Mannschaft hat? Ja, es ist natürlich super, ein Teil der Mannschaft zu sein. Ich sag mal, wenn der Erfolg dann da ist, ist es umso schöner. Und ja, ich denke, wir haben eine super Truppe, es macht einfach Spaß und gerade viele junge Spieler sind dabei, das ist für uns optimal. Jetzt haben wir mit Mo Idrissou heute einen Torschützen, Alba Bunyaku einen Torschützen und der dritte, das ist Enis Hayri. Vielleicht aus Sicht des Trainerteams nochmal eine kurze Analyse. Wie hat der Junge sich ins Team gearbeitet und ja, wie fühlt sich so ein Tor für einen Trainer an? Ja, das ist immer so eine Geschichte, die eben Fußball schreibt. Manchmal sind Spieler einfach ein bisschen hinten dran und geben immer Gas im Training und arbeiten sich ran. Gehen einen sehr schweren Weg und werden dann irgendwann auch belohnt, ja, für die Beharrlichkeit, dran zu bleiben, zu denken, irgendwann bekomme ich meine Chance. Und er hat sie heute bekommen und hat sie auch genutzt. Und ich glaube, das ist der größte Erfolg auch für ihn selbst und für ihn persönlich. Jetzt ist Frankfurt ja bekannt, dass er auf junge Spieler setzt und junge Spieler fördert. Wie sieht das konkret aus? Ja, ich denke, wir junge Spieler, wir tun im Training ziemlich viel, geben Gas und wollen uns auch zeigen. Und ich finde auch vom Trainer sehr gut, dass es ihm egal ist, wie alt ein Spieler ist, ob er schon was auf dem Buckel hat oder nicht. Und das finde ich einfach sehr gut, dass er da einem die Chance gibt. Das ist motiviert als Jungspieler einen unheimlich, da man weiß, wenn man Gas gibt, wird man auch dafür belohnt. Vielen Dank an dieser Stelle an Julian, an Olli und an Herrn Böhmer. Jetzt steigen wir ein in die Förderung des Nachwuchses beim 1. FC Kaiserslautern. Es geht wieder darum, möglichst viele Prämien reinzuholen. Und ein Spiel, das es auch heute wieder zu ersteigern gab, ist das für den Spieltag gebrandete Tipkick-Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Sandhausen. Und das geht für 280 Euro an den netten jungen Mann zu meiner Linken, an Sascha Böhmer. Herzlichen Glückwunsch, nehmen Sie es mit nach Hause und danke für Ihren Support.
Ort für das Nachwuchsleistungszentrum. Aber wir legen noch einen drauf. Ophthalmo Pro spendet pro Treffer, den wir jetzt hier bei unserem Tipkick-Spiel ins Netz jagen, jeweils 100 Euro obendrauf, sodass wir am Ende dann eine doch hoffentlich relativ stattliche Summe präsentieren können. Ich würde sagen, Julian, mit der PlayStation hast du sicher geübt zu Hause. Leg mal los, dein erster Versuch. Der Torwart bewegt sich nicht, keine Sorge. Du kannst also genau Maß nehmen und den Ball in den Winkel zirkeln. So ähnlich geht das, genau. So, einfach mal ein bisschen Schmackes. Der zweite Versuch aus der Mitte. Und mit Gefühl, aber auch Bestimmtheit geht auch dieser Ball vorbei. Und der dritte Versuch. Julian Derstroff in echt. Trifft er die Pille ein bisschen besser. Und da ist der erste Treffer. Glückwunsch, da sind schon mal 100 Euro dabei. Olli, das ist dein Spiel, deine Generation. Jetzt dein erster Versuch von der rechten Außenbahn. 20 Jahre neben das Tor geschossen. 20 Jahre neben das Tor getroffen. Heute vielleicht ins Tor für den Nachwuchs. 100 Euro haben wir. Der ging leicht vorbei. Aus der Mitte dürfte es ein bisschen leichter sein. Schön zielen mit Schwung in die Ecke. Jawohl, 200 Euro, super. Den Ball nehme ich weg, dass er nicht im Weg ist. Und der nächste Versuch von links, der geht an den Pfosten. Der war ja fast drin. Naja, vielleicht kann ich mit Herrn Kappler von Ophthalmo Pro reden, dass der vielleicht doch zählt. Aber er hat mir schon gesagt, nicht so viel beigeben wie zuletzt. Herr Böhmer, Ihre drei Versuche für den FCK-Nachwuchs. Von rechts fangen wir an. Schön die Pille zurechtgelegt. Mit Schwung ins Netz. Flach unten rein. Wie Florian Dick, wenn er das Teil mal vor der Pike liegen hat. Und aus der Mitte. Wir sind bei 300 Euro inzwischen. Und der geht auch an den Pfosten. Zwei Pfostentreffer sind doch eigentlich ein korrekter, oder? Ja, würde ich sagen, 400 Euro, Herr Kappler, vielen herzlichen Dank. Ophthalmo Pro spendet für den, und der war drin, 500 Euro. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. Dankeschön, Sascha Böhmer. Danke, Olli Schäfer. Und danke, Julian Derstroff. Und wir kommen zu einem Gesamtspendenstand zum heutigen Heimspiel gegen SV Sandhausen von deutlich über 3.000 Euro. Wir nähern uns den 4.000 und in wenigen Augenblicken sehen wir dann auch die konkrete Summe. Der aktuelle Gesamtspendenbetrag, präsentiert von Leinberger und Ophthalmo Pro, 3.900 Euro. Und damit eine gute Heimreise, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Heimspiel live aus der Club Lounge 100, die Leinberger Nachspielzeit. Schönen Abend noch.